Moin, meine Seekreuz-Freunde. Wir haben mal wieder 50 Container voll, unter anderem auch mit ein paar Weihnachtsgeschenken zugegeben. Aber wie immer oder wie in Zukunft immer, jetzt das zweite Video, die nächsten 50, jetzt 52 Container sind bereit und wollen geöffnet werden. Ich habe mir wieder meine Frau als Verstärkung geholt. Rainer83 ist mit dabei und wird mir die Daumen drücken und ihre cleveren Kommentare dazu abgeben. Auf jeden Fall. So, wollen wir mal rüberrutschen? Zack. Und anfangen tun wir mit einem großen oder riesigen Weihnachtsgeschenk. Oha. Jetzt lass bitte gleich was Geiles drin sein. Trommelwirbel. Flaggen. 50. Und? 50 mal Kapitäns-EP. Ist jetzt nicht total genial, aber auch nicht schlecht. Kapitäns-EP kann man immer gut gebrauchen, gerade wenn man mit Panasien Sag hochspielt. mal, das und das, wenn man auch noch kein 19er hat, beziehungsweise nur ein. Dublonencontainer, Geldcontainer, 50, 50, also 2x50.000 und was haben wir hier? November Foxtrot, Verbrauchsmaterial. Cool. Willst du nicht irgendwann noch den nächsten Schiff kaufen? Ich will demnächst auch noch ein Schiff kaufen. Hast du irgendwas wieder freigespielt? Ja, ich habe so viel freigespielt. Franzosen, den Japaner. Geld kann man immer gebrauchen. Genau. Hier haben wir Credits wieder, 50.000. Dann haben wir Flaggen und nochmal Flaggen. Papa, Papa. Ja. Auf geht's. Und jetzt haben wir hier Nebelwerfer, Schadensbegrenzungsteam und nochmal 50.000 Credits. Warte, das wird ja richtig viel hier Ja. mit rein. Geschenkebox. Geschenke! Flaggen. 30 mal Drachenflagge. Juhu! 30 Drachen. Geil. Perfekt. Wurde Wir kap gerade vom Kolonienausbau gesprochen. Genau. So. Und noch eine Geschenkebox. Trommelwirbel. Und wieder Flaggen. Verdiente EP. Nicht mehr Kapitäns-EP, sondern jetzt ist Standard verdiente EP. Aber Beim das waren, ich glaube, Schiffsvertrag? Die beiden Boxen waren die Geschenkenboxen. Oh, da ist noch eine Box. Oh, was gibt's jetzt? 300 Dublonen. Reicht aber meist noch nicht. Reicht nicht für was? Zum Umskillen von einem Kapitän oder irgendwas. Nee, reicht noch. Dafür reicht's noch nicht, nee. Aber gut, 300 Dublonen. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Zack. Und Verbrauchsmaterial. Hydro. Schadensbegrenzungsteam und wieder Flaggen. Schiffswartung. Okay. Next one is. Reparaturmannschaft 2 war jetzt mit dabei. Wassereinbruch. Und jetzt haben wir wieder Credits. 50.000. Dann gibt es einen Katapultjäger 2 und. Juliet Charlie. Verstehe auch nicht, warum immer bei diesen Quelle-Dingern oder wenn du Flaggen hast, kriegst du einen Oh, war das das? Kapitänsbonus. Sternchencontainer? Free XP, 5.000. Ich weiß jetzt gar nicht genau, könnte das sein, dass ich das für eine Mission bekommen habe? Kann durchaus Kann sein. sein, weil ich jetzt auch von der Yamato-Kampagne da wieder welche gemacht habe. Und noch so ein Sternchencontainer. Premium-Spielzeit, 24 Stunden. Sehr gut. Ich hatte zwar noch 200 und, aber nehme ich gerne mit. Zack. Und wieder Verbrauchsmaterial. Schadensbegrenzungsteam, Hydro und Schiffswartung reduziert. Und wieder Verbrauchsmaterial. Nebelwerfer, Schadensbegrenzungsteam und 50.000 Credits. Flaggencontainer. Victor Lima, Hotel Yankee und Typ 5, also die Standardgeschichte. Minus 3% Erkennbarkeit plus 4% Streuung. Und Credits. 50.000, 50.000 und Flaggen. Und ein Zufallscontainer. Viermal Flaggen, Papa, Papa. Das finde ich auch immer so.
Und verbrauchst Material ist Schadensbegrenzungsteam 2, Aufklärungsflugzeug 2 und Typ 2 Lackierung. Ja, aber bei den Zufallscontainern, da hast du halt, du hast entweder ganz großen Zufall und Glück oder du hast halt dich verpokert und kriegst dafür weniger. So, und jetzt gibt's wieder Flaggen. Was ist da? 4 Plätze, Reserve, Hafenplätze für Kapitäne. Papa, Papa nochmal 4-mal und nochmal 4-mal Zulu. Ich hab noch 32 Container. Und wenn ich mich recht entsinne, sind da auch noch Supercontainer mit dabei. Ein oder zwei müssten da dabei sein, glaube ich. Nicht ganz sicher, aber... So, wieder Lackierung, Flaggen, Flaggen. Credits. 50.000 Flaggen und Hydro. Und wieder Credits. 50.000, 50.000 und Motorbus 2. Und wieder Flaggen. 4, 4. Ja, Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall, Brandwahrscheinlichkeit und nochmal die einfache Lackierung. Okay, dreimal A4 Flaggen. Kann nie genug Flaggen haben. Genau. Verbrauchsmaterial. Motorboost, Schadensbegrenzungsteam und was sind das hier? Nachladezeit des Verbrauchsmaterials reduziert. Und wieder Credits. Das geht richtig ab. 50.000. Dann haben wir Creditpunkte als Verdienstflagge und Nebelerzeuger 2. Flagge, Flagge und Standardlackierung Typ 2. Ja, Überwachungsradar 2, Schadensbegrenzungsteam 2 und Typ 1 Lackierung. Ich muss sagen, es macht richtig Spaß, die ganzen Geschichten nacheinander aufzumachen und nicht immer die Container einzeln zu öffnen. Dreimal Nebelerzeuger und Schadensbegrenzungsteam 2. 50.000 Credits. Gehen die auch mal eine andere Summe außer 50.000? Das ist die meiste Summe, ne? Davon, die gibt es sehr wahrscheinlich. Ob die andere, ob es da eine andere Summe gibt? Keine Ahnung. Juliet Charlie. Juliet Whiskey. Und die Lackierung. Und wieder ein Credit. Container. 50.000 natürlich. Mike Yankee Xeox 6 und Überwachungsradar. Und wieder Verbrauchsmaterial. Ja. Und wieder ein Credit-Container. Was ist da? Ein Hafenplatz und 4 Kapitänsplätze und 50.000 Silber. Das ist aber mal richtig cool mit Hafenplatz. Ja, kann man immer gut gebrauchen. Hafenplatz ist, kann man gar nicht genug von haben. Flaggencontainer. Flaggen. Credit-Container. Und wieder 4 Hafenplätze. Also ich habe schon 12 Kapitänsplätze bekommen. 12 Kapitänsplätze. Ja, so viel Kapitäne. Jetzt habe ich auf jeden Fall mehr als genug Kapitänsplätze. Ja. Oh, da ist, glaube ich, eine Brandflagge. Eine Brandflagge und hier Trefferpunkte von der Verbrauchsmaterial-Reparaturmannschaft um 20% erhöht. Also, dass sie mehr 20% mehr Trefferpunkte wieder aufbauen. Und dann gefechtsverdient freie EP, Papa, Papa. Davon hatte ich schon einige Flaggen diesen Tag. Und dann haben wir wieder 3x4 Flaggen, A4 Flaggen. Und wieder Credit. Und wieder 50.000 und ja, Hydro. Und nochmal Credits.
meine Fresse, was ich jetzt an Geld gemacht habe. Also wir sind fast bei 1 Million, glaube ich schon. Nee. 500 Free XP, defensive Flakfeuer und Schadensbegrenzungsteam. Na doch, könnte bald sein, ne? So viel 50.000er, wie ich hatte. 500, dann haben wir hier wieder Typ 1 Lackierung und Flaggen. Und noch ein Flaggencontainer. Gibt es nochmal eine nette Lackierung dazu. Und Löschen des Brandes um 20% schneller und wieder eine Brandflagge. Passt auch. Sehr geil. Okay, Standard. Ja, Standardflagge, Standardflagge und Standardlackierung. So. Mal gucken, was wir jetzt hier noch für Module rausholen. Noch Schadensbegrenzungsteam, Motorboost und nochmal Lackierung. Typ 5. Und nochmal ein bisschen Free XP. 500. Das ist dann schon die nächste Sammlung für das neue Premium-Schiff, was im Februar kommen könnte, ja. Genau daran wird gearbeitet jetzt. Hybride akustische Suche 2. In der Bravo Serra Terra 3 und 50.000 Credit-Punkte nochmal. Super Container. Container. Motorboost-Modifikation auf Zerstörern der Stufe 6 bis 10. Okay. Und aber kein weiterer mehr. Du hast ja noch. Na, zwei noch. Okay. Höchstgeschwindigkeit, Kapitäns-EP und Typ 2. Credits. Ja, ich denke mal, jetzt liegen wir locker bei 1 Million. Und final Verbrauchsgüter. Und das ist Motorboost, Schadensbegrenzungsteam und dann November Foxtrot. Und das war's. Das war's. Ja, das waren sogar mehr als 1 Million. Weil ich habe jetzt hier 28,1, vorher waren es 26, irgendwas. 26,9 oder irgendwie sowas. Aber bei den ganzen Credits, die du da immer rausgezogen hast. So, jetzt gucken wir mal schnell. Äußeres. Signale. Ja, da ist alles wieder ein bisschen aufgefüllt hier. Drachenflagge bin ich jetzt bei 41. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, das soll schon gewesen sein. Das war Container Opening Event Nummer 2. 52 Container inklusive Weihnachtsgeschenke. Ja, und ich würde sagen, ich werde mir wahrscheinlich nochmal ein oder zwei Weihnachtsgeschenke gönnen. Mal gucken, ob ich jetzt schaffe, die aufzuheben für das nächste Mal oder ob ich sie dann doch gleich ziehen muss, weil ich es nicht aushalte. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vergesst liken, abonnieren und teilen nicht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Secret Team, euer Macher. Haut rein. Ciao, ciao.